So, und jetzt bitte Ohren auf, denn hier kommt garantiert Ihr Ohrwurm für heute Abend. Alphaville-Frontmann Marian Gold und Forever Young. Ja, seit den 80ern ist er nicht mehr aus dem Musikgeschäft wegzudenken. Doch erst jetzt lüftet der gebürtige Herforder bei Sing Mein Song Geheimnisse und wird richtig emotional. Was ihn da so auffühlt, dass er auch unser Interview abbricht, das zeigen Ihnen jetzt Maurice Neubert und Chris Linke. Man merkt den Künstlern an, wer hier heute im Mittelpunkt steht. Ein Weltstar, einer, der globale Evergreen schuf. Da sind die einen nervöser als sonst. Andere sind voller Ehrfurcht. Alter, komm hoch. Als Frontmann von Alphaville wird Marian Gold innerhalb eines Jahres von einem No-Name zu einem weltweit gefeierten Rockstar. Big in Japan macht ihn über Nacht berühmt, aber auch ziemlich unbeliebt auf seiner damaligen Arbeitsstelle, wie er jetzt verrät. Ich habe zu dem Zeitpunkt in der Küche von einer Kneipe gearbeitet und habe Kartoffeln geschält und irgendwann wurde es dem Koch zu viel. Als Big in Japan dann zum dritten Mal an einem bestimmten Tag zum dritten Mal im Radio kam, meinte er, ey, du gehörst hier nicht mehr hin, ich schmeiß dich jetzt raus. Geh deinen Weg, ja, hier hast du nichts mehr zu suchen. Ein Riesenerfolg, obwohl der mittlerweile 63-Jährige so seine TV-Premiere feierte. Marian Gold zeigt bei Sing meinen Song große Emotionen. Besonders bei einem Song. Welcher das ist, gleich. Auch bei unserem Interview wird er von seinen Gefühlen überwältigt. In den 80ern waren Alphaville die jungen, neuen deutschen Shootingstars. Jung? Moment, Gold erzählt uns ein Geheimnis. Wie alt warst du da? 18, 19 ungefähr? Offiziell, ja. Das war mein Alter, was von der Bravo verbreitet wurde. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon 30. Immerhin, kurz danach folgte der passende Song Forever Young. Such a huge song, so ein großes Lied. Forever Young, wäre das was für den Alphaville-Sänger? Wenn ich träume, dann bin ich immer so zwischen 28 und 32 Jahre alt. Und anscheinend ist das irgendwie mein Traumalter. Forever Young ist der größte Hit von Alphaville, mit dem kleinsten Aufwand in der Entstehung. Wir haben die erste Version tatsächlich bei ihm im Schlafzimmer aufgenommen und wir hatten kein Hallgerät und deswegen habe ich mich ins Treppenhaus gestellt und es da irgendwie gesungen, weil wir da so ein bisschen Hall hatten. In Südafrika wird der Song von Revolverheld-Frontmann Johannes Strate performt. Aber auch der Song Jet Set schaffte es in die Charts. Im Videoclip zeigte Marian Gold seine wilde Seite. Mit dabei auch ein deutscher Promi. Das wusste noch keiner. Thomas Hermanns tritt da auch drin. Tritt auch auf, ja? Nein. Was, hier kommt gleich, sag's euch. Da vorne. Da ist er. Da mit der Brille. Was hat Thomas Hermanns denn da geritten? Wir stellen den Comedian bei Let's Dance zur Rede. Es hieß. Die brauchen also bunte Vögel. So. Und ich hatte damals blaue Haare und habe mich dann in ein Brautkleid geschmissen und hatte eine rote Plastiktasche dabei. Heute, fast 36 Jahre später, will es der 63-Jährige nochmal wissen. Mit neuem Album und neuer Welttournee geht er als Alpha-Tier von Alphaville wieder auf die Bühne, als noch einzig verbliebenes Gründungsmitglied. Marian Gold hat es gelebt. Das typische Leben eines Rockstars. Besonders auf die 80er schaut er gerne zurück. Immer die Frage, wie verkleiden wir uns denn heute? Wer möchten wir denn heute Abend sein? Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war so eine Art, eine Dekade, 10-jähriger Karneval sozusagen. Mit allem Drum und Dran. Also Karneval und Rock'n'Roll und das alles zusammen. Das war schon ziemlich geil. Doch das Leben war nicht immer bunt und schrill. Die jahrzehntelange Karriere hinterlässt Spuren. Das zeigt auch der Moment, als er Szenen seines verstorbenen Bandmitgliedes sieht. Also es ist immer noch eine riesengroße Lücke, ein riesengroßer Verlust für mich persönlich auch und für alle anderen in der Band. Bei Mark Forsters Performance kommen Gold die Tränen. Ob das zum Sieg reicht? Die Antwort heute Abend um 20:15 Uhr bei Vox. Searching for so long.